in den Schatten eines verlassenen Bauernhofs, dessen Mauern Zeuge einer unerklärlichen Präsenz ist, offenbart sich eine Welt jenseits des Rationalen. Die verwitterten Gebäude des Hofes erzählen von einer Zeit, als hier Leben pulsierte. Doch nun herrscht eine unheimliche Ruhe, durchdrungen von geisterhaften Geräuschen, die aus den verborgenen Winkeln zu kommen scheinen. Aber es ist nicht nur die Stille, die diesen Ort zu einem unergründlichen Mysterium macht. Hier sind irgendwelche komischen Geräusche gerade. Und diese Tür bewegt sich andauernd, geht die auf und zu. Also ich kann es nur noch mal wiederholen, ich glaube nicht irgendwie an Geister oder sowas, aber ich höre eh komische Geräusche. Doch das Unheimlichste an diesem Hof ist nicht das, was man sieht, sondern das, was man nicht sieht. Komm mit auf diesen verlassenen Bauernhof, wo die Grenzen zwischen Realität und Mythos verschwimmen und die Wahrheit tiefer liegt, als das Auge je sehen kann. Wie eben schon gesehen, hier diese imposanten drei Stühle vor diesen Fenstern, das sieht doch irgendwie schon mega aus, oder? Also ich finde, das hat irgendwas. Schauen wir uns in diesem Raum noch ein bisschen weiter um. Guck dir mal diese Couch an. Hier ist ja auch schon mal von Anno dazu mal. Auf dem Tisch liegen noch 10 Pfennige, 2 schöne alte Gefäße. Vielleicht waren hier mal irgendwelche Bonbons oder sowas drin. In der Ecke dieser Schrank mit den schönen Verzierungen an der Seite. Und die Gesamtheit des Raumes. Ich schätze mal, dass es ein Esszimmer oder ein Aufenthaltszimmer irgendwie sowas in der Art war. In der Ecke sehen wir den Ofen. Außerdem der Fasan, der ausgestopft ist. Und ein sehr schönes Gemälde an der Wand. Mit Jesus. Und der Titel des Fotos ist Die Hochzeit zu Kana. Und dann gehen wir direkt in den nächsten Raum, der hier angrenzt. Und auch das sieht aus wie ein Aufenthaltsraum. Hier sehen wir den alten Sessel, der schon leider kaputt ist. Eine sehr alte Nähmaschine. Das Radio leider auch schon zerstört und schimmelig. Am Ende des Raumes gibt es dann wieder so einen massiven Schrank. Deswegen ist noch richtiges Holz und nicht irgendwie so ein zusammengezimmertes, weiß ich nicht, 10-Lagen-Holz. Ihr wisst, was ich meine. Und in der Mitte des Raumes dann wieder so ein Tisch. Ja, steht sogar noch ein bisschen Geschirr drauf. Und ich weiß nicht, ob du es erkennen kannst, aber draußen vorm Haus ist komplett alles eingewachsen. Ja, einen kleinen Blick durchs Fenster. Aus dem Raum gehen wir raus Richtung Flur. Und dann dieser große Flur. Direkt am Anfang der Flur sieht man eine Jesusstatue und Maria. Dann dieser Treppenaufgang nach oben. Dort schauen wir gleich nochmal vorbei. Und dann schauen wir erstmal hier links in den Raum und hier kommen wir ins erste Schlafzimmer. Guck dir mal dieses Bett an. Traumhaft. Anno 1745 steht da drauf. Und dieses kleine Nachtschränkchen, was aussieht, als wenn es aus der Kirche kommen würde. Auch hier befinden sich noch 10 Pfennig. Dieses Fenster leider schon kaputt gemacht. An der Wand da vorne das Kreuz. Und diese massiven, traumhaften Schränke, die wir hier sehen. Weiter möchte ich hier tatsächlich nicht gehen, denn das geht nach unten und das möchte ich nicht riskieren, dass ich hier irgendwie einbreche oder so. Na, auch wenn kein Keller hat, kann man sich trotzdem verletzen. Und wir wollen natürlich immer das Verletzungsrisiko so weit wie möglich unten halten. Dann können wir aus diesem Schlafzimmer rausgehen, wieder Richtung Flur. Dann diese zwei alten Bänke und dann darüber ein Gemälde. Ist auch gemalt. Ist keine Kopie. Wenn wir den Flur weiter folgen, sehen wir diese Garderobe. Leider schon beschmiert. Und unten drunter eine Funkwagen-Kontrollkarte. Wird nicht bei jeder Kontrolle abgeworfen. Wach- und Sicherheits GmbH. Und das Ganze können wir umdrehen. Und da steht ein Datum, der 18. April 1990. Das ist dann das erste Datum, was wir haben. 18. April 1990. Was befindet sich hier für ein Raum? Auch in diesem Raum befindet sich ein Schlafzimmer mit einem riesigen Bett.
Oben drüber auch wieder beschmiert. Ein Bild von Maria. Und dort ein alter massiver Schrank. Passende Schminkstation mit Spiegel. Über der Tür das Jesuskreuz. Schade, dass da einfach die Bilder beschmiert werden. Unfassbar. Kann man nichts von halten. Tut mir leid. Tür, die ist zugestellt mit den ehemaligen Heizungen. Hier ist auch Folie vor, dass man hier nicht reinschauen kann oder sowas. Und dann geht's in die Küche. Das erste, was direkt auffällt, dieser Rollstuhl. Dieser Rollstuhl ist für ältere Herrschaften, die auch mal gleichzeitig ihr Geschäft verrichten können. Denn unten drunter ist ja so ein Behälter für die Exkremente. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass ältere Herrschaften hier gewohnt haben. Draußen ist die Veranda auch schon zugewachsen alles. Da hinten befindet sich noch ein Häuschen hinter den Büschen. Und das ist die Küche dieses Gebäudes. Schauen wir uns als erstes diesen Küchenschrank an. Dort ist sogar noch das Geschirr vorhanden. Dann befindet sich hier ein Dokument. Dieser Patient steht unter... Oh Gott, das kann ich, glaube ich, gar nicht aussprechen. Antikoagulantienbehandlung mit Markomar. Außerdem steht da ein Name und ein Geburtsdatum drauf von einem Herrn. Das Geburtsdatum ist der 5.7.1937 gewesen. Schauen wir weiter in der Küche. Hier auch nur viele Utensilien. So eine Käsereibe. Dort der Kühlschrank. Dieses Grün. Kennst du bestimmt sicher auch von den ein oder anderen Verwandten. War früher, glaube ich, in so eine Farbe. Dann ist dort noch der Backofen mit verschiedenen Geschirr drin. Unten auf dem Boden viele Dokumente über irgendwelche Personen. War das vielleicht mal sowas hier wie ein Altersheim? Denn ich habe verschiedene Namen darauf gelesen. Kann natürlich alles so gut sein. Außerdem, sehr interessant hier auf diesem Tisch, eine Zeitung. Und jetzt haltet euch fest, Leute, die ist vom Freitag, den 17. November 1967. Türkei und Griechenland alarmieren Streitkräfte. Erbitterte Kämpfe auf Zypern, Großbritannien mahnt zur Zurückhaltung. Außerdem befindet sich auf diesem Tisch eine Rechnung vom Milchhof, die ist vom 31.12.1979. 5.518 Liter Milch wurden hier gekauft für 3.431 D-Mark. Heute würde es mindestens das Doppelte kosten. Jetzt gibt es aus dieser Küche drei Abgänge. Wir schauen aber erst hier nochmal vorbei, denn da sind wir in diesem Bereich fertig. Auch das ist irgendein Aufenthaltsraum. Ja, das ist jetzt der zweite oder dritte, den wir sehen. Ich glaube der dritte. Also ich vermute mittlerweile immer mehr, dass es für Senioren hier gedacht war, dieses Haus. Auf dem Schreibtisch sehen wir ein komisches weißes Pulver. Was das sein könnte, weiß ich nicht. Böse Zungen würden behaupten, dass es jetzt Koks ist. Da steht nämlich auch Koks. Aber wer sein Koks so verschwendet, hat genug davon, ne? Ich glaube, die Menge wäre auch nicht ganz billig. Außerdem ist auf dem Schreibtisch eine Ehrenurkunde zu sehen an dem Herrn, der hier wohnte, für 60-jährige Mitgliedschaft im Schützenverein. Schon eine lange Zeit, ne? Hier haben wir dann noch eine Vase stehen. Nur wieder hinten. Auf dem Tisch wieder Dokumente. Hauptbuch für die Milchleistungsprüfung, Prüfungsjahr 1955. Auch schickt diese Keramik zur Silberhochzeit. Schön verziert, würde sogar echt noch benutzen. Dann sehen wir hier am Rand auch so eine Couch. Auch hier wurde Koks verteilt. Ein Ledersessel gibt es auch hier. Und einen ausgestopften Fasan ist das, glaube ich. Wenn ich falsch liege, könnt ihr mich gerne berichtigen. Aber ich meine, das ist ein Fasan. Und was auch wieder auffällt, über der Tür das Kreuz. Ich wollte schon fast sagen Hakenkreuz. Über der Tür das Kreuz mit Jesus drauf. Aus diesem Räumchen geht es dann wieder zurück durch die Küche. Da befinden sich noch zwei weitere Abgänge. Wow, und guck dir das mal an. Diesen Raum betrete ich natürlich nicht mehr. Hier ist schon alles komplett zusammengebrochen.
Der ganze Boden. Und stell dich mal vor, das sieht oben gleich genauso aus. Dann kann ich die obere Etage ja gar nicht füllen. Naja. Allzu viel gibt es in diesem Raum ja eh nicht. Also ein kleiner Schrank. Eine fette Lampe da hinten für Hühner, glaube ich. Und das war's dann auch schon. Dann drehen wir uns um und gehen in diesen komischen gelben Gang. Hier geht es dann zu einem weiteren Ausgang. Tür ist geschlossen. Und dann befindet sich hier noch eine Küche. Ich weiß gar nicht, kann man das hören auf der Kamera? Da ist ein übertrieben fettes Vieh hinten, was übertrieben summt. Hinter der Tür befindet sich dann nur so ein wirklich ganz alter Schrank. Warte, sieht aus, als wenn er schon bald an sich zusammenfallen wird. Und dort der Küchentisch und die große Gefriertruhe. In der Ecke eine alte Waschtrommel vielleicht. Von einem Trockner oder sowas. Und die Waschmaschine. Außerdem ein Ofen. Und da oben drauf eine Zeitung von komischerweise 16. Juli 2018. Hä? Also das passt jetzt hier gar nicht ins Gebäude, dieses Datum. Alles ist so eher 70er Jahre gewesen. Und dann kommt eine Zeitung von 2018. Sehr, sehr, sehr komisch. Weiter sehen wir hier noch einen Kühlschrank, 170 Liter von AEG. Und diese Spüle. Wenn wir durch die Küche gehen, gibt es hier ein Badezimmer. Ein sehr spärlich eingerichtetes Badezimmer. Hier sehen wir noch ein bisschen Seife. Apothekers Flüssigseife und Milch- und Honigseife. Und den alten Schrank mit ein paar Rasierern und so eine vergammelte Dose Haarspray. In der Ecke befindet sich ebenfalls so ein behindertengerechter Stuhl. Ich tendiere dazu, dass hier wirklich ältere Menschen waren, die entweder körperlich nicht mehr so konnten oder einfach als Altersresidenz zusammengelebt haben mit anderen älteren Herrschaften. An der Wand sehen wir noch die Gürtel eines der letzten Bewohner dieses Häuschens. Oben drüber die Mütze, diese Wintermütze. Hier sind irgendwelche komischen Geräusche gerade. Ich weiß gar nicht, ob ihr das jetzt gerade gehört habt. Also eigentlich bin ich nicht der Typ, der denkt, dass es irgendwo spukt. Aber das war gerade komisch. Ich hoffe, ich habe das mitgeschnitten mit den Geräuschen. Wieder. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber hier hat ein Vogel an dieser Scheibe rumgepickt. Oh, jetzt gerade ging mir noch so ein bisschen die Pumpe. Dann gehen wir mal weiter. Hier ist noch ein kleines Klöchen, Gästeklo, wie das aussieht. Schön mit dem alten Abspülkasten, wo man dann hier noch ziehen konnte. Und wo geht's hier hin? Wow, guck das mal an. Das ist der alte Stallbereich. Wie damals auch üblich war, direkt angrenzend zum Wohnhaus. Hinter dieser Tür befindet sich irgendwie so ein Teil vom Schornstein. Vielleicht war das mal ein alter Ofen, der dann zugemacht wurde. Auf dem Tisch verschiedene Utensilien, die irgendwie zum Stall auch gehören, würde ich mal sagen. Dort sehen wir drei Hexenbesen, sag ich mal. Und ein Dokument. Landhandel Schnelldienst. Betreuung in Futter- und Düngungsfragen. Vom 25.07.1979. Weiter über so kleine Nischen. Hier geht eine Treppe nach oben. Dort werde ich natürlich nicht hochgehen. Das ist mir in diesem Haus eindeutig zu gefährlich. Wenn wir dann weitergehen, finden sich hier überall Ställe. Ich weiß nicht, was für Tiere hier gewesen sein könnten. Ich würde mal auf Rind tippen. Oder irgendwie Pferdeställe. Denn Rind würde ich dann doch tatsächlich, wo ich das jetzt sehe,
auf dieser Seite vermuten. Das sieht mir schon eher nach Rinderstall aus. Dort sehen wir die alten Futtertröge, Wassertröge. Und diese Tür bewegt sich andauernd, geht die auf und zu. In dieser Riesenhalle gibt es dann noch einen Raum. Hier gibt es die ersten Bierflaschen zu sehen. Noch verschiedene Klamotten auf dem Tisch. War das ebenfalls mal ein Stall? Ein Teil vom Stall? Oben drüber ist es schon ziemlich gefährlich. Und jetzt seht ihr auch, warum ich hier nach oben gehen werde. Das ist schon alles so vermodert und bricht durch und durchnässt und geschimmelt, dass es ja schon fast lebensgefährlich ist, dort hochzugehen. Hier geht es dann direkt weiter. Ist auch noch Ställe. Da kommt auch schon alles von der Decke runter. Hier befinden sich ein paar alte Tonnen. Alte Baulampen, so bezeichne ich sie immer. Ein paar Seile. Dann können wir hier auch wieder rausgehen. Oh, guck dir das an, hier liegt noch mehr religiöses Zeug im Schrank. Hier hält irgendwer Jesus im Arm, der Kopf liegt daneben. In diesem Schrank stehen noch die Teller und Keramik und Bierkrüge. Bier und lustig Lied, das ist was. Außerdem befinden sich viele Stühle hier, zwei Tische. Auf dem Tisch befindet sich ein Foto einer Hochzeit. Ich kann sagen, dass einer von den Typen so ein Bart hat wie Adolf Hitler. Ja, früher war das in. Da hat nicht nur Adolf Hitler so einen Bart getragen, sondern auch normale Menschen. Außerdem ein Hauptbuch von 1942. Also in diesem Haus gibt es echt viele alte Sachen. Wenn man sich allein schon diese Kiste hier anschaut. In der Kiste befindet sich ein Buch von Augustin Wibbelt, Pilgerfahrt. Eine Gabe für die lieben Kommunionskinder. Auch hinter uns auf dem Tisch liegt so eine schöne Schatulle. Ich schätze mal, das war damals für Schmuck oder so gedacht. Kleines Schmuckkästchen. In dem Raum viele verschiedene Klamotten. Da hinten sehe ich so ein altes Spinnrad. Im Raum daneben befindet sich dann ein Schlafzimmer mit einem kleinen Bett. Leute, der Boden hier ist echt wackelig. Ihr habt ja gerade gesehen, wie das hier beschaffen ist. Schön, wieder so ein Schminktisch, auch mit so einer Figur drauf. Und ein Foto eines älteren Herrn mit einer feinen Frisur. Auf dem Boden ebenfalls irgendwie so ein Rad. Ja, dreht sich hier, aber wofür das genau war, kann ich nicht sagen. Gehen wir weiter. Schaut euch den Boden an, dann wisst ihr wieso. Ach, wurde auch nur als Abladestelle für alte Möbel genutzt. Und im nächsten Raum wieder ein Schlafzimmer. Mit so einem DDR-Style-Schrank. Hier ist etwas auf dem Schrank geklebt, ein Zettel. Kollektenplan 1990. Mit verschiedenen Namen drauf. Guck dir mal diese Gardinen an. Eieiei. Gegenüber so ein kleiner Schrank. Und in diesem Spiegel hängt auch ein Kreuz. Und so ein hübscher Kerl ist da. Seht ihr den? Oder ist das nur ein Geist? In der Ecke ebenfalls ein Bett. Jetzt weißt du, warum ich wahrscheinlich darauf komme, dass mehrere Menschen hier gelebt haben. Dass es so eine Altersresidenz oder sowas war. So eine christliche. Weil hier sind einfach übertriebenst viele Schlafzimmer. Und ich glaube nicht, dass das von einer Familie ist. Auch hier. Im letzten Zimmer im oberen Geschoss ist ein Schlafzimmer. Ich höre echt immer komische Geräusche in diesem Laden. Also ich kann es nur noch mal wiederholen. Ich glaube nicht irgendwie an Geister oder sowas, aber ich höre echt komische Geräusche. Um die Ecke direkt wieder was.
christliches, religiöses Brot vom Himmel habe ich euch gegeben, das alle Süßigkeiten, dann kann ich das mal nicht mal weiterlesen, irgendwas mit enthält, irgendwas zur Kommunion, zur ersten heiligen Kommunion. Diese alte Schrift ist ein bisschen schwierig für mich. Auf diesem Tisch liegt irgendein Büchlein und die Schrift kann ich überhaupt nicht lesen. Ich habe keine Ahnung, was hier steht. Irgendwas mit dem Datum Juni 1922. Das ist irgendein Notizbuch. Hier steht sogar Name. Und 1916. Ist das ein Notizbuch, was 1916 angefertigt wurde? Schon über 100 Jahre alt und es ist immer noch in so einem guten Zustand. Und zwei Betten mit dazugehörigen Schränken. Also sie sind hier oben komplett die ganzen Zimmer entweder Abstellraum oder Schlafzimmer gewesen. Gut, dann haben wir das hier oben auch durch. Also ein wirklich, wirklich schönes Lost Place. Es war nicht mehr so megamäßig eingerichtet, aber trotzdem noch sehr gut. Vor allen Dingen, weil die ganzen Klamotten so alt sind. Ne? Draußen auch noch mal kurz gefilmt. Alles natürlich eingewachsen. So sieht das ein bisschen von außen aus. Steht auch noch was drin. Das war wohl mal der Vorgarten. Aber wie gesagt, alles schon komplett eingewachsen. Und jetzt sieht man, dass es von außen ein wirklich riesiger Hof gewesen ist. Die Gebäude sind schon eingestürzt. Auch hier von außen sehr schön verziert. Diese Gebäude sollten wir nicht betreten, denn wie gerade schon gesagt, sind die eingestürzt und Einsturz gefährdet, also nein. Und was ganz interessant ist, ist dieses Schild hier. Wir haben hier keine Kamera gesehen. Schauen wir kurz hier nochmal rein und hier stinkt das. Oh, hier kommt ein Mock raus. Boah. Irgendwie so eine alte Werkstatt, seht ihr das? Boah, das ist hier ein Muff drin, hier gehe ich jetzt nicht mehr rein. Ekelhaft, hier kommt echt ein ekelhafter Geruch raus. Also, das war's mit diesem Video, mit diesem riesigen Bauernhof. Ich glaube nicht, dass es nachher noch ein Bauernhof war, wie man Bauernhof kennt. Auffällig war, dass hier ziemlich viel altes Zeugs zu sehen gab. Eine Zeitung von 1937, dann diese alten Fotos und vieles, vieles mehr. Dieses Notizbuch von 1916. Hier haben schon wahrscheinlich sehr alte Menschen drin gewohnt. Wir begeben uns wieder auf den Weg zum Auto. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne einen Daumen da. Lass mir ein Abo da und verpasst keine coole Location mehr. In diesem Sinne, bis dahin, bleib stabil und negativ.